Hi, mein Name ist Jesper. Ich bin Teil der Adventure Crew und eigentlich bin ich die ganze Zeit über dem Cliff unterwegs gewesen. Aber für den letzten Trip in der Toskana durfte ich den T68 mal ausprobieren. Den habe ich ein bisschen unter die Lupe genommen und für euch eine kleine Roomtour gemacht. Also, wir springen kurz in die Toskana. Apropos Wohnmobil, ich würde euch gerne eine kleine Roomtour von diesem Ding zeigen, weil das ist ein ziemlich krasses, großes Teil. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es cooler finde als ein Cliff. Am liebsten würde ich dann euch gerne nochmal eine Gegenüberstellung von diesem Mobil zum Cliff zeigen, weil der hat einige Vorteile, aber auch einige Nachteile. Und nichtsdestotrotz, wir zeigen euch mal, wie es drin aussieht. Und dann gehen wir auf die Trails hier in der Toskana. Ein deutlicher Unterschied zum Cliff ist, dass diese Karre links und rechts nochmal 15 cm breiter ist. Das heißt, die Spiegel sind breiter, das Auto ist breiter, das heißt, das Fahren auf der Straße ist deutlich schwieriger. Und es ist 6,80 Meter lang, was bedeutet 40 cm länger als der Cliff. Bedeutet, Fahrzeug hat einen langen Überhang hinten hinter der Hinterachse und schwenkt dementsprechend aus. Kann einem zum Verhängnis werden. Kommt rein in die gute Stube. Man hat auch eine Plastiktür anstatt eine Schiebetür, aber dafür eine wunderschöne ausfahrbare Trittstufe. Genau, hier drin hat man einen Sitzbereich. Wir haben ja heute Morgen schon gefrühstückt zusammen mit Roman und Claudi. Hier könnten tatsächlich, weil den Tisch kann man in alle Richtungen verschieben. Zeig das mal kurz. Hier kann man eine ganze Familie eigentlich dran bringen. Ist jetzt für Isabel und mich jetzt nicht ganz so relevant, aber für Roman und Claudi ist es schon geil, dass wir hier eigentlich einen relativ coolen, entspannten Platz haben. Man hat hier so ein Panorama-Window und hier oben so ein bisschen Ablagefächer, das ist schon cool, hat man aber eigentlich beim Cliff auch, weil der ja zu ist und dann hat man oben drüber eine Ablage. Das heißt, da hat man wahrscheinlich eher noch mehr Stauraum. Hier hat man noch zwei Fächer, die sind ein bisschen kleiner als beim normalen, weil hier über mir ist tatsächlich das zweite Bett. Das zeige ich euch ganz kurz, finde ich nämlich eine ziemlich ausgeklügelte Geschichte. Man kann hier die ganze Decke einmal so runterziehen und hat dann hier Kuckuck ein Bett, wenn man es braucht. Und wenn nicht, schiebt man einfach wieder hoch, hakt es ein und fertig. Mega cool ist tatsächlich die Küche, weil im Cliff ist die Küche hier und relativ klein. Und hier hat man tatsächlich eine richtige Koch-Area. Hier kann man zum Beispiel sehr gut einen Jesper Joch Gummo 2.0 Kaffee kochen. Was sehr, sehr cool ist, man hat ein großes Waschbecken. Fließend Wasser hat man auch. Dann hat man hier ein Herd. Und hier ein großes Ablagefach. Die anderen Fächer wären tatsächlich genauso hoch wie das hier, wenn dieses Bett nicht wäre. Die sind aber jetzt, dadurch, dass das Bett drin ist, deutlich schmaler. Das ist, glaube ich, der Unterschied, ob man die L-Variante oder die normale Variante vom T68 hat. Schubladen. Tatsächlich, dieses Staufach hier ist richtig groß. Hier ist schon Müller mit eingebaut, aber das geht richtig tief rein. Das finde ich sehr, sehr cool, weil man tatsächlich auch die Möglichkeiten hat, viel voll zu mähen. Hier hat man die Schubladen. Da haben wir unser Besteck drin. Auch sehr geil, hier schon mit Dings. Hier sind zwei Steckdosen, da habe ich meine USB-Steckdosen. Der Kühlschrank. Der ist so groß, da kann man eine ganze Familie mit ernähren. Gefrierfach. Tatsächlich ziemlich huge. Kühlschrank auch ziemlich huge, im Moment auch sehr voll mit Bier. Hier oben hätte man eigentlich noch einen Fernseher, den kann man so rausziehen und aufklappen. Brauche ich aber eh nicht, weil wir eigentlich immer nur auf dem Fahrrad sitzen. Sport machen. Hier unten ist noch ein kleines Geheimfach, da haben wir unseren Bier- und Wasservorrat. Und tatsächlich auch ein sehr, sehr cooles Fach ist. Das hier, das Bodenfach, das ist ziemlich groß. Das ist in dem Fall der Kleiderschrank. Da muss man nicht immer übers Bett klettern, aber hier sind auf jeden Fall ziemlich viele Sachen drin. Dann hat man hier im hinteren Bereich Dusche, Klo. Und das zeige ich euch jetzt. Hier oben hat man auch nochmal Fächer. Und was sehr, sehr krass ist vom Raumgefühl gegenüber dem Cliff, weil das Auto ein bisschen breiter ist, ist tatsächlich 2,30 Meter Bettenbreite mal, ich glaube, 1,90 Meter. Also hier könnte man der Theorie nach auch zu viert drin schlafen. Das ist riesig. Dementsprechend auch ein sehr angenehmes Raumgefühl. Man fühlt sich richtig wohl, aber auf der Straße ist es natürlich echt ein breites Geschoss. Da oben hat man nochmal Staufächer, die sind auch alle recht groß. Die Dusche ist mega ausgeklügelt, finde ich, weil man hat quasi hier einen Stauraum, dadurch, dass man da unten so ein Brett hat. Und wenn man das Brett wegnimmt, dann hat man hier eine komplette Dusche, die man so als Raumdusche zumachen kann mit einer Duschkabine. Und wenn man aber nicht duscht und auf Toilette möchte, dann hat man hier eine Tür. Dann kann man hier das Ganze abschließen, hat quasi hier seinen eigenen, wie soll ich sagen, eigenes Schlafzimmer. Vorne ist dann nochmal das andere Bett mit dem anderen Schlafzimmer sozusagen und hier hat man dann ein vollwertiges Klo. Wenn man auf Toilette möchte, kann man sich das Klo so ein bisschen hindrehen. Allerdings, wenn man die Tür jetzt zumacht, dann wird es beim Scheißen ein bisschen eng. Also Po abwischen ist dann nicht mehr, da muss man schon die Tür aufmachen. Sehr geräumig, sehr groß. Ich habe noch zwei Geheimfächer, die ich euch zeigen möchte, die sind nämlich auch riesig. Und zwar sind die hier unterm Bett.
Hier unten haben wir nämlich zwei ganz große Fächer. Die sind richtig hoch und richtig tief. Und da habe ich jetzt in dem Fall Kamerarucksack. Hier die Isabel nochmal ihre Klamotten drin. Da ist auch nochmal so ein Regalbrett drin. Das ist mega cool. Und wenn man das nämlich nicht nutzt, dann kommt man noch besser ran, weil man kann diese Schublade hier reinschieben eigentlich und hat dann so einen Aufgang. Aber dann würde ich mit meiner Partnerin separat schlafen. Das wollen wir nicht. Das wäre ja schrecklich. Ja, das wäre schrecklich. Was ich auch noch ziemlich abfeiere, ist tatsächlich die Beleuchtung. Man kann hier so überall so indirekte Beleuchtung anmachen. Das heißt, wenn es dunkel ist, schaut es echt sehr gemütlich aus. Es ist im Cliff auch so, aber durch die Räumlichkeit und die Größe kommt tatsächlich nochmal so ein anderer Wohlfühlfaktor auf. Ich zeige euch die Fahrradgarage, weil das ist ja eigentlich das Wichtigste. Finde ich, ist übrigens auch ein Nachteil an dem Auto. Man braucht überall seinen externen Schlüssel. Das ist geil beim Kastenwagen. Du hast den einen Schlüssel, machst auf und zu und kannst an alle Türen ran. Hier musst du alles extra aufschließen. Ja. Eine sehr geräumige große Fahrradgarage bietet natürlich auch viel Platz für Müll. Und das haben wir gemacht. drei Fahrräder, eine Yogamatte. Hier oben sind überall nochmal so Fächer drin, hinten rechts. Was mega, mega cool ist, um da nochmal anderes Zeug reinzutun. Oder Werkzeugkiste oder Stühle oder irgendwas. Also da geht es noch ein bisschen rein, das zeige ich euch gleich nochmal. Und 1,10 Meter Ladehöhe. Das heißt, man kann tatsächlich ein vollwertiges Enduro-Bike einfach reinschieben, ohne irgendwas zu umdrehen, ummontieren zu müssen. Und wenn man die Pedale abschraubt, dann kann man sogar 4 Bikes reinstellen. Das war's, die Roomtour vom T68 Adventure Edition. Wir gehen jetzt eine Runde Mountainbiken. Hier sind noch Staufächer, die habe ich vergessen. Die sind auch sehr groß. Riesig.